Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ein Gaming-PC für 600 Euro. Fangen wir an. Als Prozessor ein Intel Core i5-4460 mit 4x3,2 GHz. Er läuft auf dem M50-Sockel, wird in der Box-Version geliefert. Dieser Boxkühler wird auch verwendet. Und er hat einen maximalen Turbotakt von 3,4 GHz. Dieser Prozessor besitzt kein Hyper-Threading. Als Mainboard das Gigabyte GAH97 HD3 mit dem Intel H97 Chipsatz. Es läuft auf dem M50 Sockel, unterstützt Dual-Channel DDR3 RAM und ist im ATX-Format. Zudem bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Netzteil das 450 Watt Cooler Master G450M Modular. Für den Preis bekommt man ein modulares Netzteil mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und 450 Watt sind für den PC mehr als genug. Als Gehäuse das Cooler Master N300, es ist ein MIDI Tower ohne Netzteil in Schwarz. Es hat zwei 5,25 Zoll Laufwerke, ein 3,5 Zoll Laufwerk, wenn ich das richtig sehe. Und vorne zweimal USB 3.0 muss das sein, ich guck mal nach. Einmal 2.0 und einmal 3.0, sowie einmal Mikrofon und einmal für Kopfhörer. Es ist ein Gehäuse mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich passen alle Komponenten auch in dieses Gehäuse rein. Als Arbeitsspeicher 8 GB. Von Crucial aus der Ballistic Sport Serie, DDR3 1600, sind recht flott, ist ein DIMM-RAM und CL9, bedeutet mit einer guten Latenz, ist ein Dual-Kit, bedeutet es kann im Dual-Channel-Modus genutzt werden, ebenso wie das Mainboard auch Dual-Channel unterstützt. Zudem bietet es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Festplatte, um alle Daten zu speichern, kommt eine 1 TB von Seagate zum Einsatz, nämlich die Seagate Desktop HDD, mit einem Cache von 64 MB im 3,5 Zoll Format. Für 50 Euro kriegt man eine sehr gute Festplatte mit 1 TB Speicher und 7200 Umdrehungen die Minute, also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zum Schluss als Grafikkarte, wenn es jetzt lädt, ja, als Grafikkarte die 2 GB Sapphire Radeon R9270 OC. Sie wurde ab Werk von Gigabyte bereits übertaktet, bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und reicht für alle aktuellen Spiele in Full HD auf mittleren Einstellungen sehr gut aus. Sie besitzt zweimal DVI, einmal DisplayPort und einmal HDMI, wenn ich das richtig sehe. Ja, zweimal DVI, einmal HDMI, einmal DisplayPort. Ist eine Grafikkarte mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis und absolut immer noch empfehlenswert in dieser Preiskategorie. Ja, das war's mit diesem Video für den Gaming-PC für 600 Euro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, Daumen runter. Kennt ihr ja, wenn Daumen runter, bitte Anmerkungen, Fragen, Kritik, alles unten in die Kommentare. Das war's. Ciao Leute, bis zum nächsten Video.